Ja, hi, willkommen in der Polaris Garage. Wir wollten ja eigentlich heute die Felge schweißen, hatten Ben und ich uns gedacht. Jetzt ist mir aber noch was anderes durch den Kopf gegangen. Als letztes Mal die Felge kaputt gegangen ist, durch den Stein im Offroad-Park sich eingedrückt hat und ein Riss drin war, konnte ich das ja, weil ich diesen Metallkleber nicht mit hatte, nicht kleben etc. Und die zeigen ja immer so schöne Werbung, wenn eine bei Kleinanzeigen guckst oder ich weiß nicht genau, wo ich es gesehen habe, vielleicht auch bei Amazon oder so. Von so einem super Lötschweißdraht, löten da drei Schlüssel zusammen, kurz warm gemacht, leicht verlaufen lassen, läuft optimal. Und ja, da habe ich so gedacht, Mensch, das ist ja auch nur mehr oder weniger löten, nicht schweißen. Und wenn das funktionieren würde, wäre das für solche Risse natürlich für den Offroad-Park in dem Bereich und gar nicht mal schlecht. Aber funktioniert das wirklich? Also, bin ich beigegangen, habe mir den Kram bestellt. Ich weiß jetzt leider nicht, ist schon ein bisschen länger her, wo ich das bestellt hatte. Ich habe es bei Amazon bestellt. War auch nicht super teuer oder so. Müsste ich alles nochmal gucken, würde ich dann irgendwie versuchen zu verlinken, wenn ich das hinkriege. ja, auf jeden Fall ist das der Draht. Ja, sieht im Prinzip ein bisschen stabiler aus wie ein Lötdraht. Alu-Schweißdraht, würde ich jetzt sagen. Könnte sowas in der Richtung sein. Zusammensetzung, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein Versuch wert, weil dafür, was da, hättest du dann so einen Draht, den könnte jeder mitnehmen, das wäre überhaupt kein Problem. Wenn ich das richtig verstanden habe, wie die das meinen, würde ich jetzt das versuchen, einfach mit der Lötpistole, also diesen. Ja, Grillanzünder, Lötding, keine Ahnung, wir nutzen das immer für Silvester. Würde ich versuchen, das zu löten. Da haben wir ja eine relativ. Moment, erstmal ankriegen. Zack. Halbwegs gute Flamme. Ich meine, das ist ja nur für einen Offroad-Park, dass du vielleicht wieder fahren kannst. Und vielleicht hält es auch länger, ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt auch versucht, die Felge zu machen, aber ich habe in der Felge eh schon diesen komischen Kleber drin, den ich damals da hatte. Das heißt, den muss ich eh rausbrokeln und ich wollte die dann schon schweißen. Deswegen habe ich mir jetzt Bleche gemacht. Aluminium, halbhart. Ein paar kleinere noch dazu. Die werde ich jetzt gleich sauber machen. Flex. Brille nicht vergessen, wenn ihr sowas testet. Also immer besser. Und dann werden wir mal versuchen, ob man das wirklich stabil zusammengelötet kriegt. Und wenn das hier mit den Blechen richtig gut hält, dann ist gut die Möglichkeit, dass das im Offroad-Park auch sehr gut funktioniert. Und ihr unterwegs halt die Felge sogar löten könnt. Vielleicht müsst ihr dann noch einen Ventilausdreher dabei haben, dass das Ventil rauskommt. Könnte dann eventuell schon reichen. Und was zum Saubermachen natürlich. Ich meine, das wäre ja eine tolle Sache. Ich mache jetzt mal die Bleche sauber. Dafür will ich die Kamera wegstellen, weil die soll nichts abkriegen. Muss ich mir auch nochmal irgendwas einfallen lassen, wenn ich hier rumflexe und reinige. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem Lötversuch, sage ich mal. Bis gleich. Und da sind wir wieder. So, ich habe die Bleche einfach ein bisschen mit der Flex sauber gemacht. Ich hoffe, man erkennt es so ein bisschen. Hier nochmal ein etwas größeres Blech. So. Aber da beim Aluminium-Schweißen auch immer Sauberkeit ist da ist ja generell immer wichtig. Aber noch wichtiger ist, reinige ich das jetzt einfach nochmal mit Bremsenreiniger. Wo ich einfach ein, zack, zack, kurz abgewischt. Am besten nicht gleich mit der Flamme drauf gehen. Aber es ist ja klar. So. Da ich hier noch auf meinem Holztisch arbeite, der Kompressor angegangen, der alte Krachmacher. Ich zeige euch das auch gleich, sollt ihr natürlich richtig sehen. Da stelle ich noch mal die Kamera um. Habe ich mir noch mal eine Aluplatte drunter gelegt, damit ich einfach den Tisch nicht so verkokel. Ja, das wird sich demnächst auch ändern. Dann muss ich das hier nicht mehr in der Werkbank machen. Aber egal, anderes Thema. So, also wie gesagt, ich zeige euch das jetzt mal. Ich versuche das mal irgendwie einzufangen. Moment mal. Glaube, jetzt kommt bei der Sache. Ja, kann man schon mal was erkennen?
das nochmal ein bisschen besser hinzubekommen. Aber ich drehe das mal. Stell euch mal auf die andere Seite. Das ist, glaube ich, irgendwie besser und versuche mal noch tiefer zu kommen. So. Vielleicht können wir das noch so ein bisschen drehen. Ah, kriegen wir schon irgendwie so hin, ne? So, das ist jetzt, habe ich dahinter gelegt, damit mir das hier nicht wegfällt. Dadurch haben wir jetzt hier auch unten dann, wenn ich das ein bisschen schräg stelle, so eine kleine, ja, einen kleinen Spalt, ne? Ich sag mal, soll jetzt mal so einen Felgenriss nach demonstrieren, sage ich jetzt mal. So, das nehmen wir weg. Bremsenreiniger ist auch weit genug weg. So, den Draht können wir aber auch noch mal ein bisschen, ja, wird sauber sein. Aber ich wische den Draht auch noch mal ab. So. Ja, versuchen wir da mal Wärme reinzubekommen. Und dann sehen wir ja, was Phase ist, ne? So, liebe Leute. Die Lötlampe macht Zicken. Jetzt haben wir den Lötbrenner. Der sollte dampftechnisch ausweichen. Selbst das könnte man noch mitnehmen. Jeder, der eine Propangasflasche mit hat, kann sich auch so einen Brenner holen und das wäre, glaube ich, auch immer noch okay. Klar kostet das wieder ein paar Euro mehr, aber wir haben damit. Ja, ein bisschen zügiger. Wir müssen natürlich sehen, dass wir die Wärme dementsprechend reinkriegen. Normalerweise sollte das dann einfach, wenn die Wärme da ist, von ganz alleine verlaufen. Ohne Flussmittel, ohne alles. Temperatur drin ist, geht schnell. Sieht für mich jetzt schon mal gut aus. Würde ich jetzt mal sagen, das funktioniert. Aber der Bruchtest muss zeigen. So. Das sah nicht schlecht aus. Klar, das kann bei der Felge. Warte mal, ich zeige euch das erstmal ein bisschen dichter dran. Ja, bei der Felge kann das natürlich ein bisschen anders sein, weil ihr kriegt ja vielleicht den Dreck, der sich in diesen Riss reingesetzt hat, vielleicht nicht so schön sauber. Und dann kommt Dreck mit hoch. Und das ist halt dann irgendwie ziemlich blöd. Und ich denke mal, es würde aber für den Offroad-Bereich eventuell funktionieren. Wir testen das gleich, lassen das abkühlen. Dann schauen wir mal, wie das so ist. Und wie gesagt, ja, das sowas wäre dann schon nicht verkehrt. Ja, wir haben das jetzt hier mit der Propangasflasche. Ja, es gibt ja auch kleinere Propangasflaschen. Wenn er mal hinten ins Fenster guckt, da hängt so ein Ding.
Aber ich sag mal, wir hatten jetzt zum Beispiel sowieso immer diese große Flasche mit. Und den Kolben mitnehmen wäre jetzt ja nicht die Schwierigkeit. Wir haben ja sowieso immer so viel Scheiße mit. Und ja, wäre das theoretisch möglich, ne? Ja, jetzt lassen wir das kurz abkühlen. Ich mache nochmal auf Pause und sehen wir uns gleich wieder mit dem Bruchtest. Ja, hi. Also, ist abgekühlt. Es sieht so aus. Das ist jetzt die gelötete Seite. Klar, das sieht so ein bisschen angelaufen aus. Es ist halt, wenn die Wärme kommt, dann musst du echt schnell sein. Logisch. So, das ist die Rückseite. Und wie ihr seht, ist das auch relativ gut reingelaufen. Ich bin erstmal begeistert. Ich hätte das nicht gedacht. So mit den Händen ist schon mal nicht zu wollen. Wir haben nur von einer Seite, ne? Ganz bisschen, aber es war auch so ein bisschen verzogen vom Schweißen her. Gucken wir mal. Nehmen wir mal einen Hammer. Das wäre dann Felge Innenseite, das wäre Außenseite. Ich schlage jetzt von der Außenseite, weil wir ja logischerweise da von da aus gelötet haben. Ist okay, würde ich sagen. Also, was sagt uns das? Wir brauchen Lötkolben, einen mit Saft. Wenn ihr eine Propangasflasche mit habt, ist das das richtige Werkzeug dafür. Wir brauchen diesen Draht. Allround irgendwas, keine Ahnung. Ich guck noch mal, ich versuche mal den Link reinzusetzen, aber reißt mir nicht den Kopf ab. Ich bin da nicht der Profi. Ich bin da echt noch dran, wie man manchmal auch in den Videos merkt. Ja, auf jeden Fall werde ich es irgendwie reinschreiben, wie es heißt. Ich habe es bei Amazon bestellt, wie gesagt, war nicht teuer. Und das reicht ja auch locker aus. Ihr braucht was zum Saubermachen der Felge. Schleifpapier, bisschen Bremsenreiniger, um den ganzen Dreck wegzukriegen, dass das ein bisschen sauber ist. Ein Ventilausdreher gibt es ganz günstig auch bei Amazon, dass er zumindest das Ventil abkriegt, damit die erhitzte Luft aus dem Innenraum die Reifendruck quasi entweichen kann. So. Weil sonst drückt euch das wahrscheinlich wieder nach oben. Kann auch sein, dass ihr eine Seite des Reifens runterdrücken müsst, dass da wirklich die Luft weg kann, die sich erwärmt und ausdehnt. Und ja, ansonsten tolles Zeug. Ich bin begeistert. Besser als erwartet. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir die Felge auch damit machen, aber ich will mal einen neuen Schweißbrenner ausprobieren. Dann bin ich ein bisschen fickerig drauf. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Felge schweißen geht jetzt an. Macht's gut.